Hallo und herzlich willkommen zu Folge 116 von Gothic 1, Dunkle Geheimnisse. Wir sind momentan unter dem, nee, nicht unter dem Erzhaufen, unter dem neuen Lager. Bei der Brücke, die man überqueren muss und die im Hauptspiel eigentlich überhaupt keinen Sinn inne hat. Aber egal, wir hüpfen hier mal runter. Denn hier soll der Satoras eine Truhe versteckt haben. Wir sind quasi für die guten Erbauer hier wieder unterwegs. Oder was heißt wieder immer noch? Ganz kurz erst eine Fackel auspacken, das geht ja nicht, ist ja viel zu dunkel hier. Hinten haben wir sogar einen kleinen Hohlraum, aber da ist nichts drin. Das ist die wichtige Frage, kommen wir hier an die Truhe ran, also beziehungsweise an die Truhe kommen wir, an den Inhalt. Kommen wir tatsächlich. Ich dachte, wir brauchen dafür einen Schlüssel, aber knacken geht wohl auch. Oh Mann, da wird's ja echt. Wird ja krass. Nur eine 6er Kombination. Ach du Scheiße! Ein Elixier der Geschicklichkeit nehme ich mit. Zu 2000 Erz sage ich auch nicht nein. Private Notizen von Satoras. 10-mal schwer. Ey. Bin ich bescheuert? Sag mal. So. 10-mal Schwefel. 5-mal Salz. Muss entpackt werden. Und 10 Tränke. Also vorratsmäßig war hier ein Jackpot. Also man kann diese Truhe. Die Truhe ist ja auch so hier, ne? Also auch unabhängig von den Erbauern. Und den Inhalt, der ist nicht von schlechten Eltern. Lesen wir mal hinein. Hoffentlich machen wir damit nichts kaputt. Ich will jetzt irgendwie nichts triggern, was dann irgendwie in Konflikt gerät mit der Hauptquest. Aber ich gehe mal davon aus, dass es einigermaßen sicher, denn sonst würde man die Truhe da ja nicht einfach so platzieren. Kann ja auch sonst wer einfach nachschauen und es finden. Oh, private Notizen. Teleportation. Wenn wir es schaffen, die Zauberformel korrekt zu entschlüsseln, müssten wir endlich einen Teleport nach Jarkendar machen können. Von dort aus kommt das Böse, das wir bekämpfen müssen. Das ist der Wille von Ardanos. Der Erzhaufen kann eine magische Explosion verursachen, die groß genug ist. Wenn alles nach Plan verläuft, werden wir dieser magischen Falle bald entkommen können. Also in Dunkle Geheimnisse haben, wie gesagt, die Magier, Wassermagier tragen auch ein dunkles Geheimnis in sich. Schon harter Tobak. Aber naja. Nur in der Bibliothek, da wurden wir nicht fündig. Also Medarion, Nefarius und Riordian haben uns irgendwie alle drei mehr oder weniger Informationen zukommen lassen. Private Notizen von Satoras, dem Anführer, gefunden. Die Notizen zeigen, dass die Magier den Erzhaufen benutzen wollen, um sich zu einem Jarkendar zu teleportieren. Ken Utz hatte also recht. Ich muss ihm unverzüglich diese Notizen zeigen. Aber wir müssen eigentlich noch in der Nähe von Xalas versunkenem Turm nach was suchen. Da das Ganze eigentlich ja sehr intensivst, ich sag mal, mit der Hauptquest zusammenhängt, glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie zeitbedingt dann scheitern wird. Das wäre absoluter Quatsch. Da kann man eigentlich von ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Ist natürlich nur die Frage, ist Satoras sauer, wenn wir dem jetzt gegenübertreten, oder weiß er davon nichts? Was machst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde! Okay, ein klassischer Satoras. Was machst du? Was machst du? Der lässt uns jetzt kaum vorbei. Huh! Irgendwie außen rum hüpfen. Ja, das klappt. Der Punkt ist, wir könnten jetzt nochmal ins Orkgebiet. Problemlos. Und hier nochmal uns den anderen Informationen da annehmen. Beziehungsweise haben die vielleicht sogar eine zweite Bibliothek. Nicht blöd, man war nur in der falschen. Ne, das war ja hier der standardmäßige Raum mit den ganzen Büchern. Haha, da liegt noch eins auf dem Boden. Merkwürdiges Buch. Ja Mensch, ich klappt zusammen. Das gibt's doch gar nicht. Dieses Buch enthält die Beschreibungen eines Rituals. Almanach des Vers... Hä? Ja, da geht's nicht weiter. Der Titel war zu groß für die Seite. Ah, das Ritual des Verschwindens, da unten steht's nochmal. Erlaubt dem Teleport jeder lebenden Kreatur auf jede Entfernung.
Selbst wenn das Wesen unter einem Irrgartenzauber oder dem Einfluss eines riesigen einer riesigen magischen Barriere steht. Der Zauber kann auch für Gruppenteleport verwendet werden, allerdings muss eine starke magische Explosion gegen die Magier herbeigeführt werden. Warum die magische Explosion? Ich verstehe das nicht. Macht doch gar keinen Sinn. Naja, gut. Bin auch nicht so tief drin im Magisterium, um mich da groß auskennen zu können. Den Almanach des Verschwindens gefunden. Vielleicht ist das einer der Beweise, die ich für Ken Utz finden soll, ja. Aber uns fehlt ja noch ein dritter. Aber okay, haben wir schon mal zwei. Das ist ja schon mal viel wert. So, ich glaube, groß hier beklauen wird schwer. Vielleicht in die Bude nochmal. Hallo Männer. Na, alles fit? Ajo. Hey, du. Was, wer? Sieht mich hier. Gut. Mach das nicht nochmal. Übrigens, mit dem Trick könnte man eigentlich auch an denen da vorbei. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ja, der guckt blöde. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Ja, das ist ist ja toll, aber mir egal. Hier kann man nicht drüber. Ja, das hat jetzt keinen gestört. Und Lee, alles fit? Ich damit nicht. Scheinbar nicht. Oder scheinbar doch. Hat nichts zu erzählen. So, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir haben zwei von drei Beweisen. Ich würde sogar sagen, wir gehen nochmal durchs Ork-Gebiet. Also, ich bin halt im Zwiespalt. Auf der einen Seite könnten wir jetzt auch einfach mal in die alte Mine hinein. Und es mit den Minengardisten weiter vorantreiben. Da gibt es ja auch noch einiges, was uns erwartet. Auf der anderen Seite gibt es mehrere Gründe, weswegen ich ins Ork-Gebiet wollen würde. Wir haben ja auch einen Schlüssel gefunden. Bei den Erbauern oder vielleicht sogar mehrere. Aber einer mit Bezug zum Ork-Gebiet. Und das würde mich doch tatsächlich brennend interessieren. Weswegen ich jetzt nochmal ins Ork-Gebiet will. Ja, wie gesagt, die Hauptquest rennt uns ja eh nicht davon. Das Ganze hat sogar funktioniert, was ich hier vorhatte. Ich war noch nie hier oben auf dem Dach. Und habe keinen Fallschaden genommen. Ja, perfekt. Hat alles funktioniert eben. Alles. Übrigens, ja, ich habe es schon gemerkt, die Fackel kann jetzt tatsächlich mal weg. Ja, wer vormittags mit der Fackel rumrennt, ist entweder Fackelträger bei den Olympischen Spielen oder hat einen gehörigen Dachschaden. Nur die zwei Optionen gibt's. Die Jungs hier, die machen ja eh nichts Gescheites. Ajovia Honorare, gell? Ja, ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal erwähnt hatte, als wir hier vorbeigelatscht sind, oder generell vor einigen Folgen. Könnte sein, dass ich es erwähnt hatte oder nicht. Mir wurde aber nochmal geschrieben, was es mit den Schnapsbrennern da unten zu tun hat. Das ist nämlich eine Quest aus dem Sumpflager. Das habe ich komplett verdrängt. Das liegt auch damit zusammen, dass ich mich schon sehr, sehr lange nicht mehr für die Sektenspinner entschieden hatte in jeglichen Runs. Also ihr kennt mich ja, ich mache ja meistens den Standard. Ich gehe zum alten Lager und wechsle dann ins neue Lager über. Und die Zweitwahl ist dann meistens eher direkt ins neue Lager. Aber das Sumpflager, das hat auf jeden Fall seine Stärken. Aber die sprechen mich tatsächlich weniger an. Also jetzt auch rein atmosphärisch, da muss es jetzt auch gar nicht um Gameplay gehen. Das unterscheidet sich ja gar nicht so intensiv. Vor allem, wenn man, wie ich, nicht den Magierpfad einschlägt, sondern den Kampfespfad, ne, da ist es halt meistens eher fast schon egal. Ne, und selbst wenn, dann ist da irgendwie halt der Söldner der bessere Schläger, der bessere Kämpfer. Wobei der Templer nicht zu unterschätzen ist. Ist vielleicht ein Trugschluss. Die haben es auch faustig hinter den Ohren. So, jetzt sind wir hier gleich wieder angelangt im Übergangsgebiet zum versunkenen Turm hoch. Das ist natürlich noch ein weiterer Weg, aber ich würde tatsächlich erstmal zu dieser kleinen Schlucht, also was heißt Schlucht, Tal könnte man es eher nennen, dieses Miniaturtal aus dem Weg. Hier vorne direkt links, da könnten wir eventuell fündig werden.
Denn, wie gesagt, wir haben den Schlüssel bekommen. Und es gibt noch ein paar verschlossene Türen. Und da hoffe ich doch jetzt mal auf Aufklärung. Die Orks, die haben ja alle vernichtet. Bitte geh auf. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Aha! Guck mal, wer da drin ist. Guck mal, wer da drin ist. Und zum Fiddler gehen wir danach auch nochmal. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Wonach suchst du hier, Günstling von Innos? Du hast versucht, mich zu hintergehen, als du mir das falsche Blut des Feuerläufers gegeben hast. Aber mein Meister hat den Betrug vorhergesehen. Und bald schon wirst du seinen Zorn am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wir können doch darüber... Stipp, du feiger Hund. Direkt eingeworfen, mach's gut. Todeshauch. Alter Schlapper. Dietrich, 1500 Münzen, so auch immer. Südländische Verteidigung, vier Ring des Kriegers. Uiuiuiui, jetzt geht's aber los. Der Punkt ist, sollen wir den jetzt töten? Ich lasse ihn mal leben. Ich hab's so gewusst, ich hab's einfach gewusst. Also ich wusste nicht, dass wir ihn hier finden, aber ich wusste, dass das irgendwie der richtige Schlüssel ist. Das wird dir noch leid tun. Ich weiß, dass er in der Inne wegrennt. Dann mach's gut. Von wegen unsterblich. Gut, ich meine, der Punkt ist, die sind ja irgendwie gar nicht unbedingt unsterblich. Teleportkristall strahlt eine dunkle Macht aus. Hat er den eben schon gehabt? Mal ganz kurz vor dem Todesstoß nochmal begutachten. Ja, Tatsache. Ja, wir töten den trotzdem. Jemand wollte uns auch umbringen. Ich hoffe, das war jetzt nicht dumm, dass ich den umgebracht habe. Aber hier haben wir weitere wertvolle Tränke. Wir haben jetzt generell die Folge schon wieder große Hauptgewinne eingefahren. Ein Geschicklichkeitstrank. Jetzt hör doch mal auf, ich will doch nur den Trank hier mit. Das ist doch ein Scheiß. Jetzt. Das scheint mir ein Elixier der Magie zu sein. Wir haben einen dicken Ring. Moment, da muss ich erstmal gucken. Wir haben jetzt Elines Gabe. Die ist bombastisch. Wir haben noch den Ring der Unbesiegbarkeit, ne? Ne, wir tragen sogar nur den Ring der Kraft. Pff, weg damit. Luschenring hier. Da nehmen wir doch lieber... Na, wo ist denn der Ring? Der Unsichtbarkeit? Nee. Orkjäger. Boah, wir haben so viel Kack. Ring eines toten Gardisten? Nee. Scheißdreck. Braucht kein Mensch. Wir müssen hier wirklich mal was loswerden. Also diese ganzen Gammelringe hier, die gehen ja wirklich... Die sind ja wirklich Rotz. Doppelten Stärkebonus. Statt 5 jetzt 10 und nochmal 25 Lebensenergie mehr. Also wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht weiter. So, ganz kurz. Dann haben wir einen dunklen Teleport. Ist der hier? Ja, Teleportkristall mit dunkler Macht ausstrahlen, bla bla bla. Natürlich müssen wir die erstmal knacken, auch wenn da gar kein Schloss vorne dran ist. Beschiss! Jetzt nochmal links, rechts, links, nochmal links, dann wieder rechts und dann nochmal rechts und dann nicht nochmal rechts. Dann wieder links und dann wieder rechts, was? Alter Schlappe. Eieiei, ist das wieder... Ist das wieder ein Käse? Eieiei, ich kann nicht mehr. Offen. Barbarenfaust. Und 12 ziemlich brauchbare Tränke. Die nehmen wir mit. Die Barbarenfaust auch. Okay, mal ganz kurz, wir haben 1515 Münzen. Hatten wir nicht mehr von denen? Oder werden die auf einem anderen Stack gestackt oder was? Ich komme da gerade gar nicht mehr durch. Komisch. Aber eigentlich wollte ich nach den Dietrichen schauen. Ja, 89, also... Da kann man schon mal ein paar rausdonnern. Zweimal links, zweimal rechts, links, rechts. Und wieder links. Und dann wieder rechts.
Und dann nochmal rechts und dann nochmal links und dann Scheiße. Geh jetzt auf! Hä? Stopp. Zweimal links, zweimal rechts. Links, rechts, links, rechts und dann nochmal rechts und dann links und dann rechts und dann wieder links und dann nochmal links und dann nicht nochmal links. Verdammt! Was ist denn das hier für eine Truhe, bitte? Zweimal links, zweimal rechts, links, rechts, links, rechts, dann nochmal rechts, dann nochmal links, dann rechts, dann zweimal links und dann dreimal rechts und dann wieder viermal rechts. Das kannst du ja keinem erzählen, was da abgeht. Viermal nach rechts, dann. Okay. Ui, 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 ich hab mich gar nicht beschwert. 5000. Wir haben jetzt. Achtung, wir kriegen jetzt 50.000 Erz im Inventar. Wahnsinn. Ohne nochmal einen Zornstein mit einem Wert von 600. Das ist ja irgendwie wieder. So ein Antiklimax wieder. Kriegst du dann so ein Gammelschwert. Das heißt Gammelschwert, um Gottes Willen. Zornstahl ist ja übrigens auch die Waffe, die wir unserem Meister hätten bringen können. Also unserem Schmiedemeister, wohlgemerkt. Ja, jetzt die Frage. Wollen wir direkt mal gucken, was der böse Kristall so anrichtet, was der so kann. Halt schon, bevor wir den nehmen. 9 Mana, wir brauchen 5 und mal ganz kurz die. Ach komm, das Geblubbere geht mir hier auf den Sack. Was war denn das jetzt hier nochmal bezüglich Tränke? Wo sind die Tränke? Bin ich bedeppert? Da. Also wir haben einen 6er Geschicklichkeitstrank mitgenommen und einen 4er Mana. Das ist jetzt nicht bombastisch, aber wir kommen auf ein bisschen Mana. Wir kommen auf, ich glaube, 60 Mana könnten wir jetzt mit Hilfe von Items noch hoch. Wir haben ja nochmal zweimal Almanach des Geistes und noch einen Trank und noch diesen blauen Kristall. So, jetzt aber erstmal. Oh je, das wird ja echt was werden. Der unbekannte Teleport. Hallo, Belia! Wo zur Hölle bin ich hier? Ich bin oberhalb des Klosters. Es geht denn hier ab? Wir sind Zombie-Krieger. Warte mal ganz kurz, sie sehen uns ja gerade nicht. Was brauchen wir den Teleport denn? Ist der nur einmalig? Nee, ist er nicht. Wir können hier immer wieder her. Da die uns eh nicht sehen, die Jungs, mal ganz kurz. Wie sieht es eigentlich bei unserem Karma aus? Mal ganz kurz nochmal prüfen. Unser Ansehen bei den Göttern ist Belia 10, Innos 88. Also wir sind schon ziemlich Innos gewandt. Aber wen wundert's? Okay, wir können den auf jeden Fall immer wieder benutzen, den Teleport. Das ist schon mal ganz gut. So, was geht bei den Jungs? Guten Tag, die Herren. Ah, da ist noch eine Teleportplattform. Die führt uns dann zu den Belia-Anhängern oder was? Zu Uriziel vielleicht. Könnte ja sein. Ein paar Zombie-Krieger umknüppeln. Und natürlich müssen wir uns hier die Plattform erstmal anschauen. Also dieses Plateau, auf dem wir uns hier befinden. Denn wir kommen ja mit dem Teleport auch immer wieder hierher. Das heißt, es hat hier schon. Das soll jetzt hier kein einmaliges Ding sein. So, interessanterweise müssen wir für den Chromanin sowieso nach da unten hin, aber wir sind hier quasi weit drüber. Ne? Da unten sind ein paar Goblins, die da rumeiern. Und wir sind quasi oben drüber. Über dem. Ah, da merkt man schon die Barriere. Ne? Also über dem eigentlichen Kloster. Dieses Gebiet hier ist eigentlich nur Dekoration. Aber gute Verwendung dafür. Kurz die Telekinese auspacken, man darf ja nichts übersehen hier, ne? Die habe ich jetzt immer im Anschlag. Ich kann sagen, da ist noch einer. Da ist ja immer ein Nebel. Ja, und jeder Mensch weiß, wo sich Nebel aufhält, da sind böse Mächte am Werk. Ist da eine Robe? Hier ist eine Rune. Magierstab und ein Feuerrock, ja, Tatsache. Und nochmal ein Todeshauch.
Von diesen. Warte mal. Erstmal gucken. Der Feuerrohr ist ziemlich gut. Also zumindest Schutz vor Feuer. Benötigt halt 150 Mana. Das heißt, die Robe werden wir nicht nutzen können. Nee, es fehlen uns dazu leider einige Punkte. Ui, ich sehe gerade, der Todeshauch ist ein bombastisches Schwert. Gibt einen Einhandbonus von 10 und macht 120 Schaden und ist damit, mal abgesehen von der gesegneten Dämmerungsklinge, die mit Abstand beste Einhandwaffe, die wir besitzen. Boah, wir haben so viele fantastische Waffen, das ist ja echt Wahnsinn. Also in der nächsten Folge werden wir uns hier mal weiter umschauen, ob da oben noch irgendwas zu finden ist. Ansonsten latschen wir mal durch den Teleporter und schauen mal, wer oder was da auf uns warten wird. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.